Hallo, wir sind heute bei Dewey im Dillon & Harper und reden über seinen Kaffee, den er für die Amerika-Edition des Kaffeepanels eingereicht hat. Dewey, hallo. Grüß dich, hi. Freut mich, dass es heute geklappt hat, dass wir hier sitzen und über deinen Kaffee reden. Ich habe gelesen, das ist ein Pacamara aus El Salvador. Was macht den Kaffee so speziell, dass du ihn für das Kaffeepanel eingereicht hast? Den Kaffee, mein Lieber, macht es speziell, dass ich ihn erstmal hier für uns aufbrühe. Oh, sehr schön, da freue ich mich drauf. Super. Ja, genau, also das Kaffeepanel hatte ja in dieser, oder Panel, hatte ja in dieser Edition die Südamerika und Lateinamerika Region. Tatsächlich muss ich sagen, es stand, glaube ich, nur Latein oder es stand Lateinamerika und ich dachte, es seien nur die Länder Ja. Lateinamerikas. Dann habe ich erst später, weil es einen Kommentar gab zu den kolumbianischen Cafés, die ein bisschen später kommen, habe ich verstanden, dass auch Südamerika in Frage kommt. Wir hätten also auch vielleicht einen Brasilianer einbinden können, so in das, in die Gedanken. Ja. Aber gut, wahrscheinlich wäre es am Ende trotzdem dieser Kaffee geworden. Ganz einfach, wir haben aktuell ein paar aus El Salvador da. Wir hätten normalerweise auch was aus Mexiko, aber leider sind die Cafés noch auf der Farm. Also wir haben aktuell keinen Bestand an mexikanischen Cafés, außer einen entkoffeinierten Kaffee. Also fällt das schon mal weg. Die anderen Länder haben wir nicht im Sortiment. Das heißt, wir hätten nur einen Brasilianer oder einen El Salvadorianer wählen können. Und da der Pacamara unser Geburtstagskaffee ist Ja. sozusagen, den wir jedes Jahr zu unserem Jubiläum bekommen. Das Ja. passt auch so ungefähr von der Lieferzeit Ja, her aus El super. Salvador. Wie lange seid ihr jetzt in Wiesbaden hier am Wir haben Standort? jetzt Dreijähriges im Mai gefeiert. 3 Jahre. Genau. Sehr schön. Zeit vergeht. Ja, das Ja, geht ratzfatz. ja. Und was macht den Pacamara jetzt gerade so speziell im Vergleich zu anderen Varietäten? Der Pacamara ist die zweitgrößte Bohnensorte. Es ist genetisch vom Maragogip auch entstanden. Also zur Hälfte gehört es zu der Riesenbohne Maragogip. Dementsprechend haben wir recht große Bohnen. Meistens 17 up, also 17 up ist die Bohnengröße. Er leistet sich auch ein längeres Wachstum tatsächlich. Die meisten Cafés wachsen oder reifen 210 Tage, der Pacamara 240. Also er ist so eine Art bisschen Diva oder lässt sich wissen was, Ja. erlaubt sich wissen was. Das führt dann auch meiner Erfahrung nach immer zu einem sehr, sehr speziellen Geschmack. Vielleicht ist Geisha bekannt so als Name. Das ist ja ein sehr polarisierender Kaffee heutzutage in der Kaffeewelt. Geisha, habe ich gelesen, ist auch nicht Ist zugelassen nicht fürs zugelassen. Kaffeepanel, also Genau. wirklich dann auch nur die Genau. Standardvarietäten, ja. Und der Pacamara ist so, in manchen Kreisen würde man sagen, wenn man jetzt ein Cupping hätte mit 10, 20 Kaffees, dann würden alle entweder auf den Geisha oder auf den Pacamara zeigen. Also er hat so was Eigenständiges. Ja. Und dadurch erhoffst du dir, dass er sich ein bisschen aus der Masse der Bewerber dann auch abhebt, ja? Ich muss sagen, ich habe mir alle teilnehmenden Röstereien angeschaut und Ja. tatsächlich sind Ist die Crème de la Crème die dabei, ne? besten, ja, Ja. also ich glaube, es gibt keinen, den ich nicht empfehlen würde, einem Ja. Freund oder selber auch hingehen Ja. würde. Einige kannte ich nicht, gut, da kann ich nicht viel zu sagen, aber die, die ich kenne, waren eigentlich so Das die ist auch besten. das Tolle an diesem Kaffeepanel, dass man auch unbekannte Röstereien kennenlernt, auch dann über die deutschen Grenzen hinweg. Und es ist natürlich auch für dich eine super Gelegenheit, sich dann auch mal in der Schweiz oder Österreich bekannter zu machen, ja. Oder auch überhaupt im Bundesgebiet dann, ne? Und genau, viele machen ja auch schon das Öfteren mit. War das jetzt deine erste Teilnahme oder ist deine erste Teilnahme? Genau, das war die erste Teilnahme und ja. Ja. Sehr schön. Bist du in Kontakt mit anderen Röstereien, die jetzt auch teilnehmen? Oder wie sieht es da jetzt innerhalb der Specialty-Coffee-Szene aus? Seid ihr vernetzt oder kocht da jeder sein Tatsächlich, eigenes Süppchen, ja? die teilnehmen, da kenne ich, wie gesagt, sicherlich gute 5 bis 10 Leute auch Ja. persönlich und auch gut und mit Vornamen und per Du und alles, also mehr oder weniger gute Kollegen. Sogar hier aus Mainz, direkt der nächste, aus Wiesbaden ist keiner dabei tatsächlich bei dieser Edition oder generell noch nicht dabei gewesen. Wer ist aus Mainz dabei? Der Paul wieder? Genau, Ja, die Kaffeekommune. Kaffeekommune, ja, Genau. Ich genau. denke mal, was aus Kolumbien vielleicht wird, oder ich weiß es nicht. Ja, Ich er weiß hat nicht. ja auch jetzt eine Ernte finanziert, habe ich gelesen, Ah, über stimmt. War Crowdfunding. das Kolumbien? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr Ich genau, glaube, aber er das hat war eine sogar. Ernte finanziert, eine ganze Ernte, ja. Ja, also wenn das Kolumbien war, dann wird er wahrscheinlich den einschicken, weil wenn er Ja, schon so viel einkauft, wird er auch überzeugt davon super. sein. Ja. Aber aus Wiesbaden, genau, da gab es jetzt keinen. Vielleicht ist es an denen vorbeigegangen Ja. oder haben kein Interesse.
Wiesbaden ist ja eher auch noch ein bisschen ausbaufähig, was so die Spezialitätenröstereien Wer betrifft, sagt ne? das? Also wir haben jetzt, glaube ich, drei an der Zahl mit dir zusammen, ne? Dann bei einer Landeshauptstadt mit fast 300.000 Einwohnern. Darf ich dir Sehr einschenken? gerne, ja. Da ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben, schätze ich mal. Auch was so die Kaffeequalität im Allgemeinen anbelangt, ja. Wie siehst du das aktuell? Ja, wir sind auf jeden Fall als Landeshauptstadt Hessens zwar bekannt, also vom Namen her, aber wir sind ja jetzt doch auch keine so große Stadt. Also wir haben, was haben wir so, 300.000 Einwohner. So knapp, ja. Genau, ich denke mal, dadurch, dass Frankfurt auch direkt um die Ecke liegt, erstmal gleich Cheers. Ja. Auf dein Kaffee. Auf dich. Ja. Die Region könnte man ja schon dann wieder ein bisschen vielleicht ins Visier nehmen und sagen, gut, wir haben in Frankfurt halt dann nochmal irgendwie sicherlich drei, vier, fünf gute, dann noch Mainz, wie gesagt. Also in dieser kleinen Region gibt es schon was. Wiesbaden selbst, ich denke, also was mich angeht, das können auch 10 aufmachen. Ich bin immer dafür, dass man zusammen ist für Ja. besseren Kaffee. Aber so von der reinen Population her würde vielleicht noch ein oder zwei ganz gut passen. Genau, dann wären wir 5, vollkommen in Ordnung. Gerade heutzutage bestellen ja auch viele online. Auch bei dir gibt es ja einige Ja, spannende genau. Ich habe Cafés. ja auch einen kleinen Online-Shop und immer ein paar Röstereien mit dabei. Und von der Qualität her ist natürlich Specialty Coffee immer ganz vorne mit dabei. Ja, und von daher, ja. Das Wiesbadener Bild vielleicht, du hast ja, glaube ich, davor ein bisschen was dazu gefragt. Wir sind, also ich oder wir als Dylan and Harper sind mit allen cool. Wir haben tatsächlich früher, als man noch das machen konnte, als wir die Verkostung hatten, haben wir auch immer alle eingeladen, also alle Teams von allen Röstereien hier in der Umgebung. Nicht alle haben geantwortet, muss man dazu sagen, aber gut. Aber tatsächlich waren dann auch hin und wieder wirklich mal zwei, drei Leute von einer anderen Rösterei, ich sage jetzt auch nicht von welcher, Nein, ist auch waren alles mal gut. da. Ja. Und das ist das Schöne, weil wie du sagst, Specialty Coffee, wir sprechen von einem internationalen Produkt, ob wir es jetzt in Sudan trinken oder Peru oder Europa oder sonst wo. Genau, deinen Pacamerba, den könnte man auch zum Beispiel in Singapur bekommen bei einer Genau, Rösterei. zum Ne? Beispiel, wenn einer den hätte irgendwie, dann könnte man das auch da bekommen. Ja. Das heißt, wir müssen ein bisschen schon auch weitläufiger denken und nicht irgendwie so sehr, sehr narrow. Und ich finde, wenn mich jemand einladen würde zu einer Verkostung, da gibt es keinen Freund oder Feind. Das geht um Sensorik. Wenn die Ja. tolle Kaffees servieren, dann will ich dabei sein und Na will klar. natürlich mich selber fortbilden sozusagen. Ja. Wie hast du deinen Kaffee geröstet jetzt fürs Kaffeepanel? Hast du da ein spezielles Röstprofil extra entwickelt oder hast du das Röstprofil genommen, das du auch sonst hast für den normalen Verkauf? Muss ich erstmal probieren? Ja. Oh ja, heute schmeckt er noch ein bisschen besser. das macht schon Freude, seinen eigenen Kaffee so auch zu trinken. Auf jeden Fall, ja. Ich habe tatsächlich genau das genommen, was wir im Shop haben. Also wir haben den Upacamara da hinten, ganz normal. Aus dem Grund, es wurde darauf hingewiesen, dass man einen Kaffee wählt, den man hat, also von dem man ein bisschen was hat, weil falls er irgendwie die Runde macht, damit man eben auch die Leute bedienen kann, wäre schade, Genau. wenn man nur noch 10 Tütchen Das hätte. wäre schade, ja. Genau. Und aus dem gleichen Grund, klar, man kann sich vorbereiten auf etwas, zum Beispiel Baristi auf Weltmeisterschaften oder deutsche nationale Meisterschaften bereiten sich ja vor mit speziellen Kaffees, speziellen Rezepten, die sie in ihrem Alltag, wo sie das Brot- und Buttergeschäft machen, an der Bar nicht machen Ja. wahrscheinlich, weil keine Zeit da ist für sowas. Das dauert ja auch manchmal 10 Minuten. Von daher habe ich das genauso geröstet, wie ich ihn auch hier verkaufe. Wie war das Prozedere jetzt für die Teilnahme? Also, man musste sich erst registrieren und hat dann anschließend seinen Kaffee eingeschickt oder lief das parallel? Genau, es gab ein Enddatum, also bis wann man sich anmelden musste, nur anmelden. Und bis die Kaffee, also das Einschicken der Kaffees war dann nochmal circa 2 Wochen später, so Und spätestens. wie hast du ihn eingeschickt? In einer neutralen Verpackung? Genau, es war Ja. gewünscht, dass 10 kleine Verpackungen ohne Namen, also einfach gar nicht so verschickt werden. Dann haben wir auch alles ohne Etikett genommen. Wir machen die ja selber, die Etiketten, haben wir einfach eine leere Tüte genommen und nichts draufgeschrieben. Ich muss sagen, ich habe mich öfters gefragt, wie die das dann genau dann machen vor Ort. Wahrscheinlich nimmt man den Karton mit dem Versender und dann
macht man es in eine separate Box. Aber ich war mir echt manchmal so, weil das ist schon ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Teilnahme und ich dachte mir so, oh, stell dir mal vor, er landet irgendwo anders und das gehört zu einem anderen Röster. Und der gewinnt am Ende noch. Aber man kann ja auch schon mal gut anhand der Bodengröße schon mal auseinanderhalten. Ja. Ja, die werden schon ihr System haben. Ist ja in der Schweiz, da wird alles. Da wird alles genau genommen, ja. Und es läuft ja auch schon jetzt das zweite oder dritte Mal sogar schon in verschiedenen Editionen sogar. Genau. Planst du dann noch weitere Teilnahmen? Es gibt ja noch dann Afrika-Edition und auch Asien-Edition. Genau. Hast du da was geplant? Ich habe mich tatsächlich als Vorbereitung auf unser Gespräch heute kurz mal nochmal das Kaffeepanel angeschaut. Ja. Die hatten jetzt, ich glaube, 3 insgesamt oder 4 Versionen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass wir aufgrund des Lagers, was wir haben und von den Bauern, von denen wir Kaffees beziehen, ausgeschlossen sind aus manchen, nämlich zum Beispiel Afrika. Wir haben tatsächlich keinen afrikanischen Kaffee. Und es gab noch so eine Special-Version letztes oder dieses Jahr. Da ging es um sehr kleine Länder, sehr die sehr wenige Säcke produzieren. El Salvador kommt auch dazu, ne? Ja. Ich glaube nicht. Ich, doch, ich glaube, es wäre noch dabei gewesen. Ja? Ja? Ich habe mir tatsächlich einen kleinen Spaß erlaubt zu dem Zeitpunkt. Es gibt ja immer eine Ankündigung, auch in der Gruppe auf Facebook. Mhm. Und ich habe mir die Liste angeschaut der Länder, die da teilnehmen konnten. Ich weiß nicht, ab wie vielen Säcken oder bis wie vielen Säcken. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen Kaffee schon mal gemacht hat im Leben, in meinem Fall jetzt nach 8 Jahren, dann kannst du an den Ländern ablesen, was heute Trend ist, was gewinnen wird. Für mich war das relativ klar und da habe ich auch gesagt, hier cool, das ist ja eigentlich nur ein Wettkampf zwischen Ruanda und, ich weiß nicht welches das zweite Land war, Panama oder sowas. Und ich dachte an Geisha, aber dann hat mich der Benjamin darauf aufmerksam gemacht, dass Geishas nicht stattfinden. Am Ende wurde es, ich glaube, aus Ruanda der Sieger. Kann sein, ja. Das sind halt klare Sachen. Das ist wie Afrika, kurz vielleicht noch dazu, die Afrika-Edition habe ich mir angeschaut. Ich glaube, bei den Naturals, kein Scheiß, sorry, darf man nicht so sagen, alle Top 10 waren nur Äthiopier. Ja. Nur Äthiopier. Klar, Kenianer machen generell keine Naturals, glaube ich, also ich habe jetzt noch keinen gesehen. Es hätte jetzt vielleicht was anderes sein können. Äthiopien und Afrika wird wahrscheinlich überwiegend Natural eingereicht. Ja. Jetzt ja. In Amerika, Südamerika sind es wahrscheinlich dann eher die gewaschenen Kaffees, die überwiegen. Und die andere Aufbereitung ist dann eher nebensächlich, ne? Ja, und und das war dann halt ganz klar, zum Beispiel eben bei den Naturals in Afrika war es Äthiopien, bei den Washed war dann so Kenia-Äthiopien, das war Top 10, das war auch nur das ist einfach, Ja, wenn man es ein bisschen auskennt, geschmacklich auch, dann weiß man schon, was möglich ist mit den verschiedenen Cafés, Ich denke auch jetzt bei dieser Latein- oder Südamerika-Edition werden auch sehr viele Kolumbianer ganz oben sein, weil die aktuell einen sehr guten Job machen. Das ist natürlich aktuell durch die Unruhen im Land auch der Export von Rohkaffee auch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Wie sieht es bei dir aus jetzt mit dem Import von Rohkaffee? Mhm. Bekommst du deine Ware pünktlich oder hast du da Lieferverzögerungen dadurch? Wir haben tatsächlich letztes Jahr vor allem, wo es ja weiträumig alles gesperrter war als dieses Jahr, ging ich mal davon aus, eigentlich fast keine Probleme gehabt. Also es hat sich um ein paar Wochen verzögert tatsächlich, der Transport, aber große Schwierigkeiten gab es nicht. Ich habe das schon von einigen gehört, auch durch diese Evergiven-Geschichte da im Suezkanal, dass es da wirklich auch zu massiven Verspätung gekommen ist vom Rohkaffee. Warst du aber nicht von betroffen. Nee. Bei uns geht das ja bei Indien praktisch unter Afrika entlang hoch. Und, und du hast direkte Beziehungen dann auch zu den Farmern und zu den Produzenten? Ja? Genau, wir haben nur ein kleines Sortiment von 5 Kaffeefarmern, 4 Ländern, also 2 Inder sind darunter und wir kennen die alle persönlich. Ja, das ist super. Also ihr betreibt im Prinzip Direct Trade. Genau. Ja. Also nicht du orderst direkt auf der Farm deinen Bedarf und dann bekommst du das. Ich hatte tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen ein Telefonat mit Indien oder wir haben abgesprochen, was wir an einer sehr speziellen Varietät oder sogar Kaffeeart erhalten werden dieses Jahr im Herbst. Die haben wir jetzt schon seit 2 Jahren und man darf so viel sagen, ich glaube, wir sind vielleicht einer von 3 Röstereien in Deutschland, die diesen Kaffee haben. Lass es mal 5 sein, die ich dann nicht kenne. Ja. Welche Richtung? Canifora oder Liberica? Ja. Ja. Das ist wirklich eine Rarität, Wenn man bedenkt, Liberica hat so einen 1% Marktanteil am Welthandel, ne? Und den Rest teilen sich Arabica und Canifora. Ja. Ist das echt eine
eine Seltenheit. Aber auch, muss man sagen, nicht jedermanns Geschmack. Ne? Liberica ist da sehr speziell. Man mag es oder man hasst es. Ja, ja, absolut. Ja. Genauso wie du es sagst, tatsächlich. Ja. Wir haben uns nicht abgesprochen. Aber ich sage auch immer dazu, hate it or love it. Ja.